Es kommt von hier. Verbindet sich nicht mit dem Rohr. Und macht hier das gleiche Spielchen wie das andere Ding auch. Geht von da nach da. Macht jetzt hier einen Knick. So, 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 so. So ist jetzt nicht verbunden mit dem Rohr da. Und macht jetzt versetzt das gleiche wie das andere auch. Das ging nicht, oder? Anscheinend schon. Das sollte eigentlich nicht gehen. Eigentlich sollten die sich nicht kreuzen können. Aber sie kreuzen sich auch nicht. Sie laufen untereinander lang. Da will ich aber nichts riskieren. Das müssen wir anders regeln. Also du weg. Und du weg. Also von da nach da, von da nach da, von da nach da. Ist alles gut. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Knick. So. Und machen die nebeneinander hin. Weil halt nichts riskieren und so. Da, 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 da. Da, da. Und jetzt führst du dich nicht... Ja, da verbindet sich das. Das ist nicht gut. Also nochmal unterirdisch. Da nach da. Und jetzt hier hoch. Okay. Also jetzt müssten das zwei voneinander getrennte Systeme sein. Die ziehen wir jetzt ganz nach oben an dem ganzen Ölgedöns da vorbei. Und verbinden dann jeweils eins von den Rohren mit zwei Raffinerien. Okay. Bis da. Bis da. Mist, hier kommt das Öl. Ja. Das müssen wir also weiter nach links machen. Geht. Doch, das müsste gehen. Kreuzen dürfen die sich untereinander laufen, war nur irgendwie verboten. Oder wir machen das Wasser hier. Einfach früher. Und ich brauche einen neuen Stahlhammer. Ding. So. Also du kommst bitte einfach hier raus. Gehst hier oben lang. Und wir machen hier das Ganze. Okay. Egal. Hauptsache oben kommt Wasser an. Zu früh. Hoch. 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 Was für ein Hackmeck, nur damit es gut läuft. Also ich hoffe, ihr könnt hieraus viel lernen, wie ihr es nicht machen solltet. Und so wie ich es jetzt aufbaue, müsste es dann wesentlich effektiver sein. So. Also du kannst noch bis hier hin. Und hier wird es jetzt verteilt auf die beiden Raffinerien. Also da lang. Hier unterirdisch bis da. Hier kommt's raus. Da kommt's rein. Da geht's weiter. Da geht's wieder runter. Bis da hinten. Wird da rangebunden. So, das Ding müsste jetzt Wasser und Öl haben. Klicken wir hier drauf. Okay, also es kommt ein Schweröl, 4,5 Leichtöl, 5,5 Gas raus aus beiden. Gut. Das Ganze nochmal mit der anderen. Einfach genau parallel dazu. Hier. Oh, die Rohre könnten nicht reichen. Nö, die werden nicht reichen. Stell bitte hier unterirdische Rohr. Da, da. Da, 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 Licht weg. Da, da, da. Gleich fertig, keine Sorge. So, hier aus das ganze Spiel ist noch einmal nach da und wir kriegen Licht, bitte. So, viel besser. Also, Wasserrohr ist hier. Normale Rohre haben wir jetzt gerade keine mehr. Weil die alle für die Unterirdischen verbraucht werden. So. Wasser da raus. Da lang. Unterirdisch. Nach da. Oberirdisch ran.
Unterirdisch nach da. Unterirdisch da raus. Weg mit dir. Blauer Baum. Da. Du kriegst gerade... Wasser ist da. Öl ist nicht genug da. Warum bekommst du kein Zeug? Ah, sehr komisch. Öl ist genug da. Du bekommst auch nichts. Hä? Also ihr arbeitet nicht, weil euer Output voll ist. Das ist vollkommen legitim. Aber ihr macht gar nichts. Da steht Crude Oil. Aber nur 2,9 jeweils. Pumpe? Ich baue mal noch mal mehr von diesen kleinen Pumpen. Ich glaube, die machen genau das, was wir unten beim Wasser gebraucht hätten. Crude Oil 10. Das Ding arbeitet immer noch nicht. Crude Oil, Crude Oil, Crude Oil, Crude Oil. Zum... Oh, die Inputs sind vertauscht. Okay. Warum zum Geier ist es wichtig, wo... Egal. Nicht schlimm. Machen wir das so. Du kommst da raus. Du gehst da rein. Du gehst da wieder unterirdisch. Du kommst da raus. Da weg, da weg, da weg. So, Öl. So, Öl. So, kein Öl. Da müsste eigentlich Wasser rauskommen. Achso, die sind gar nicht verbunden. Wasser, 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 Wasser. Die abreißen. Da ist noch Öl drin. Haha. Okay. Also ich dachte, die Eingänge passen sich an. Je nachdem, was gebraucht wird. Aber anscheinend nicht. Gut. Also, das hätten wir soweit schon. Jetzt brauchen wir mehr Tanks. Wofür wir wieder Stahl bräuchten, die wir nicht haben. Wir haben hier einen Tank. Das ist nicht viel. Ich würde das gerne aufsplitten. Und zwar Schweröl brauchen wir für welche Produkte? Am besten setzen wir eine Chemiefabrik für irgendwas dahin. Haben wir auch keinen Stahl für. Ja, kurz nach unten Stahl holen. Währenddessen kann ich mal so ein bisschen anreißen, wie ich das geplant habe. Also wir haben ein, zwei Sachen, die wir mit Schweröl anstellen. Eventuell Schwefelproduktion, das weiß ich gerade gar nicht. Hier ist eine Chemiefabrik, gucken wir mal. Schwefel. Genau, Schwefel braucht schweres Öl. Und Plastik braucht ebenfalls schweres Öl. Also schweres Öl ist relativ wichtig. Weil Plastik und Schwefel brauchen wir. Ziemlich viel. Das heißt, das schwere Öl wird direkt weiterverarbeitet zu den beiden Sachen. Leichtöl hat keinen Verwendungszweck, den ich sehen kann, außer Brennstoffzellen. Das heißt, alles Leichtöl wird gleich weiterverarbeitet zu Gas. Das heißt, alle Ausgänge von allen Refineries oben von dem Leichtöl werden zu einer Chemiefabrik gebracht, wo sie zu Gas verarbeitet werden und dann wird es zu dem restlichen Gas weitergeleitet. Okay. Okay, okay. Das kriegen wir hin. Wir brauchen Stahl. Stahl ist im System. Ich hätte gerne Roboter. 100 Stahl. Und ich bin voll wichtig. Oh. Das ging ja schnell. Ich wollte gerade sagen, ich bin voll wichtig, gehorcht mir. Aber das machen die von alleine. Sehr schön. Ich hätte gerne Chemiefabriken.
12 Stück sollten erstmal reichen. Und Chips kriege ich auch noch, danke. Ah, das ist toll. Wenn das jetzt mit den blauen Tränken ein bisschen besser funktionieren würde. Ich glaube, die hinken gerade hinterher. Ja, keine roten Chips, weil kein Plastik. Richtig, richtig. Plastik fehlt. Doof, doof, doof. Aber Öl kommt doch hier an, oder? Ja, Öl ist da. 20 Crude Oil. Light Oil hat keinen Abnehmer. Ach, Mist. Die Dinger da sind voll. Boom. Holzkiste? Nein, hier eine Eisenkiste. Boom. Boom. Ah, sehr doof. Können wir dich nicht jetzt schon umstellen auf mach Dingens draus? Petroleumgas? Nee, erstmal nicht. Das ist hier viel zu viel Heckmeck. Wir bräuchten ja noch einen Wasseranschluss. Egal, wir haben auf jeden Fall herausgefunden, warum kein Plastik mehr hergestellt wird. Was sehr, sehr wichtig ist wegen roten Chips. Ui, neue Chips, neuer Stahl. Boah, ist das geil. Ich glaube, ich schmeiß Skynet doch wieder an. Es ist einfach toll, so viele Roboter zu haben. Ja, komm her. Hast mich überzeugt. Und dieser eine Ruckler, der gerade war, das war nicht die Roboter, das war Autosave. Skynet, da. Dazu müssen wir nur hier einstellen, dass du bitte wieder Logistikroboter herstellen sollst. Da. Und er legt los, sobald er rote Chips bekommt, die jetzt gerade schon eintrudeln. Und da sind die ersten Logistikroboter. Jo, sehr schön. Also, wir kümmern uns jetzt wieder um das Projekt oben. Werden da weiter... Oh, hab ich nur... Achso, da. Hä? Camel geplant? Camel geplant. Warum habe ich... Achso, das sind 10er Stacks maximal. Ja, also wir kümmern uns jetzt wieder um das Projekt oben. Versuchen da das Ganze zu optimieren mit den Flüssigkeiten und so weiter. Genug Platz haben wir ja. Und wenn wir dann unten wieder antanzen, werden da viel, viel mehr Roboter sein. So, also ich hätte gerne in dem gesamten Feld hier rechts Petroleumgasverarbeitung. In dem Feld hier links Schwerölverarbeitung. Also Schwefel und das andere wichtige Ding, Plastik. Genau. Das heißt, wir müssen erstmal hier das hinbekommen. Dann nehmen wir hier einen Tank, fahren wir ganz rechts an. Oh, warte, wir müssen das Muster erstmal... da Steine. Ich brauche Mauern. Ich habe ein paar im Inventar. So. Also das ist die äußere Mauer. Dann kommen die Türme. Dann kommt hier ein... So ungefähr sah das aus. Das heißt, den Platz müssen wir auch lassen für die Türme und so weiter. Dann brauche ich das Muster. So, so. So. Also, hier in dem Bereich hier unten. Vielleicht diese drei Pfosten in der Höhe und die gesamte Breite. Die ist nur für den Zwischentransport. Also es kommt ja am Ende Gas raus, aber es kommen auch die anderen Sachen raus. Und die sollen hier in der Zwischenebene verarbeitet werden, sodass hier unten dann nur noch Gas rauskommt. Also hier. Mist, wo ist das Muster? Tank? Tank. Tank ist ein Dreierblock, passt also mittig sehr gut hin. Okay, also da soll am Ende nur Gas rauskommen. Das heißt, wir machen hier mal so. So, so.